Man kann schon vermuten, was der macht, ne? Pflanze ihn auf ein Grab, um es zu entfernen. Hey, willst du einen zusätzlichen Samenplatz kaufen? Kostet 10 oder 50 Euro, aber du kannst ihn in jedem Level unter 7 anstatt nur 6 Samenwellen. Wie findest du das? Ja, immer her damit. Klasse. Oh, wenn du 5000 Euro gespart hast, verkaufe ich dir das 8 Samenplätze extra. Bis dann. Ja, jetzt dürfen wir 7 Pflanzen mitnehmen anstatt nur 6. Das finde ich extrem praktisch. Entschuldigung. So, was nehmen wir denn noch mit? Kirschbombe, Walnuss. Nehmen wir die Erbsenkanone noch mit. Weiß man nie, wofür man die mal braucht. Gräber kommen dafür jetzt schon wesentlich weiter vorne. Begnügen sich irgendwann nicht mehr mit den hinteren drei Reihen. Jetzt habe ich nur noch die vorderen 5 Felder zur Verfügung, um Freibad zu bauen. Aber dafür habe ich ja jetzt den Grabfresser. Dann kann man die Gräber nach und nach wegfressen.
kriege ich jetzt irgendwie eine Sonne her, danke. Ich muss den nur so lange wie möglich aufhalten. Zwei Pustepilze haben sie mir kaputt bekommen. Großartige Leistung, Zombies. Wir kriegen das Vorstadtlexikon. Es listet alle Pflanzen Zombies auf, die du triffst. Ja, da können wir jetzt doch mal ein bisschen reinschauen, ne? Hier haben wir ein Lexikon von unseren Pflanzen und da können wir auch mal nachschauen, was die da, ja, was die machen. Zum Beispiel Erbsenkanonen, die bilden die erste Verteidigungslinie, schießen mit Erbsen auf angreifende Feinde. Sonnenblumen, Kirschbomben, da gibt es auch immer so Sachen wie die Schadensanzeige, der ist hier nämlich bei der Kirschbombe enorm. Alle Zombies in mittlerer Entfernung ist der Bereich. Nutzung ist einmalig und sofort, zum Beispiel. Auch die Aufladezeit steht hier drin, die ist bei der Kirschbombe sehr langsam. Bei der Walnuss zum Beispiel steht da langsam, bei der Sonnenblume und bei der Erbsenkanone ist das schnell. Gibt's zu jeder Pflanze etwas zu sagen. Außerdem gibt's zu jedem so einen kleinen witzigen Text. Moment. Bei der Kirschbombe können wir den mal kurz vorlesen. Ich könnte explodieren, sagt Kirsche 1. Nein, lass uns lieber platzen, sagt die Ruhe. Nach kurzer Diskussion beschließen beide einfach zu platzodieren. Texte sind mehr oder weniger witzig an mancher Stelle. Es gibt aber natürlich auch ein Lexikon für die Zombies, die wir bisher begegnet haben. Zum Beispiel der gewöhnliche Wald- und Wiesenzombie oder der Flaggenzombie, der Pylonenzombie, Stabhochsprungzombie und der Eimerzombie. Die aus einer Reihe sind, sind übrigens immer die, die aus einem Levelabschnitt stammen. Das heißt, das sind alles die Zombies aus den Tag-Levels. Und das sind die. Und hier kommen die Zombies aus den Nacht-Levels. In jedem Levelbereich kommen immer 5 neue Zombies hinzu. Und wenn ihr hier schon richtig seht, haben wir insgesamt 5 Levelbereiche. Die ersten 2 sind Tag und Nacht. Danach kommen noch 3 weitere. Könnt ihr ja dann sehen, was damit dann noch alles kommt.
Beim Fliegengitter-Zombie haben wir übrigens auch drin, was der als Schwäche drin hat. Nämlich hat er die Schwäche den Stinkpilz. Ansonsten... ja, haben wir noch keinen Zombie, der eine spezielle Schwäche hat. Aber machen wir einfach mal weiter. Hast du schon mal How den Zombie gespielt? Ist genauso, als würde man Eichhörnchen jagen. Weißt schon, diese wuscheligen kleinen Nager, die Löcher in deinen Rasen buddeln. Ja, genau so. Nur sind das keine Eichhörnchen, sondern Zombies. Und anstatt deiner Schaufel gibt's einen Holzhammer. Und statt mir aus du Seeplatt. Das wäre weniger das dämlichste Minispiel, weil es einfach viel zu einfach ist. Einmal klicken und der Zombie ist tot. Auf Zombies klicken. Das ist ein Spaß für die ganze Familie. Die Freunde können auch mitmachen. Zombies kommen, da müssen wir zweimal draufklicken. Das ist ja langsam anspruchsvoll. Dreimal draufklicken, jetzt ist es langsam hardcore. Ich weiß echt gar nicht, was ich zu diesem Spiel sagen muss. Außer, dass die Zombies jetzt auch immer schneller werden. Und da kriegen wir den Hypnopilz. Lässt einen Zombie für dich kämpfen. Den werden wir höchstwahrscheinlich jetzt brauchen, weil wenn ich es richtig sehe, ja. Meine zweitschlimmsten Erzfeinde, die Football-Zombies. Die haben die Besonderheit, sie halten genauso viel aus wie Eimer-Zombies und sind genauso schnell wie Stabhochsprung-Zombies, die noch nicht gesprungen sind. Das heißt, die sind echt ekelhaft. Und ich werde das alles brauchen. Erstmal schön abwarten. Am Anfang kommen eh noch keine von denen. Brains. Need more sun. Sunlight. Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Sonnenpilze die Sonne überhaupt nicht mögen? Sie hassen die Sonne nämlich eigentlich. Sie hassen die Sonne so sehr, dass sie sie sofort ausspucken, sobald sie eine kriegen.
das steht übrigens auch im Vorstadtlexikon drin. Über jede Pflanze gibt es da immer irgendwas Lustiges zu sagen. Und wenn man dem Vorstadtlexikon Glauben schenken darf und einigen Einträgen von manchen Pflanzen, dann gab es schon mal einen größeren Zombie-Krieg. Ich glaube, ich gehe eine Reihe weiter nach hinten. Dringend 75 Sonnen. Ah, ich bin auch 5 zu wenig. Ich komme schon irgendwo noch eine. Jungs, lasst mich nicht im Stich. Ah, danke. Hypnopilz. Effektivste Art und Weise, diese Zombies hier abzuwehren. Da kriegen wir den Angsthasenpilz.